Welcome back to another German food review, and it's Nestle time. Nestle, yes, caramel. I love caramel. Yeah, and I don't know, is this available all the time? Was this a special offer? I'm not sure, but I bought this in the Lidl store for, I guess, 1.60 euro or so, but I'm not 100% sure. So let's check out the calories first. One piece, 154 calories. Of course, a lot of sugar, yeah, 40 grams per 100 gram. That's it. Yeah, it's a cake. Okay, it's made in Germany, nice. And what else is on here? Nestle, good food, good life. And yeah, there is alcohol inside, so if you don't like alcohol, you shouldn't eat yeast cakes. Yeah, I'm not sure where it is. Where is it? There it is, alcohol. Yeah. Okay, let's open it. Okay, individually wrapped, that's nice. Best before date. And again, ingredients. Okay, let's open this one here. And here's the cardboard. Yeah, this is a must have, otherwise you couldn't handle this here. Yeah, that melts away in your hands. And let's cut it. Okay, there's cake on the bottom, then, it smells like alcohol. Yeah, okay, again. Cake on the bottom, then this caramel filling, I think, in the middle, and cake on the top, and covered with chocolate. Nice. Okay, let's try it. No. Let me do thumbnail first. Okay. Yeah. Where is it? Here it is. And yeah, yummy. First impression, very, very creamy, nice. And then the aftertaste, caramel, nice. Yeah, first it's very creamy and sweet, and then kicks the caramel in, and a little bit of chocolate flavor. Nice one, yeah, that's very tasty. There are also cheaper, mini cakes available, like Lidl's own brand or other discounter. Yeah, I think it's half of the price or so. Yeah, very cheap. But this here, yeah, it's super creamy, nice. It smells like alcohol, but this time it doesn't taste like alcohol. Sometimes this tastes like alcohol, but it's not the case here. But it's very, very yummy. Oh, I love caramel. It's a very good combination. This cake is super soft. This filling is dominant, nice. Yeah, this is good. And the chocolate is a nice touch. Yeah, for a caramel lover, this is a must have. This is really tasty. 110%. Yeah, look at this. Wow.
This is really a dream. Okay. Thanks for watching. I continue in German. Und ja, noch ist es da. Guckt euch das an hier. So gut ist das Zeug. Da bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Und ich liebe Karamell. Und das hier schmeckt, sage ich euch gleich wie. Wir werden erstmal die Kalorien auschecken. Sonst ist das hier wieder zu ungeordnet. So rum, so rum. Ein Riegel hat 154 Kalorien. Und viel Zucker natürlich, ja. Das ist ja auch ein Kuchenstückchen. 100 Gramm haben 480, ist jetzt nicht super hoch. 100 Kalorien weniger als Ferrero. 96 Gramm. Und ich weiß den Preis nicht, habe ich aber im Lidl gekauft. Ich glaube so 1,60, 1,70 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob das permanent ist oder nur ein Angebot. Keine Ahnung. Was ist hier noch drauf? Nichts Besonderes. Ja, dann kommen wir auch gleich zu dem guten Zeug hier. Ja, davon gibt es auch die günstigen Varianten von Lidl und so. Und den anderen Discountern kann man auch kaufen, schmeckt auch. Und wir werden das mal hier öffnen, wenn ich es dann hinkriege. Und das kommt natürlich mit diesem, Moment, mit diesem Pappe-Ding. Das braucht man auch, ansonsten schmilzt das davon. Ja, und dann werden wir das mal schneiden. Dann sehen wir nämlich den Aufbau. Und unten ist Kuchen. Dann kommt eine Füllung, die nach Karamell schmeckt. Und dann kommt nochmal Kuchen und das Ganze ist umhüllt mit Schokolade. Und oben ist es verziert. Und das sieht doch wirklich schön aus. Ja, und dann kommen wir zu dem richtigen Highlight. Das ist, wenn man das isst hier und wenn man Karamell liebt, dann solltet ihr das hier probieren. Schon wieder. Ja, das ist wirklich sehr lecker. Das ist. Erst schmeckt es nicht nach Karamell, sondern nach cremiger Süße. Das ist sehr cremig hier. Der Kuchen ist nicht trocken, absolut nicht trocken. Diese Füllung hier dominiert total, aber der Kuchen unterstützt das gut. Und man schmeckt ein bisschen etwas von dieser Schokolade hier. Und dann im Nachgeschmack kommt richtig der Karamellhammer durch. Und das haut dann richtig rein. Oh, das ist wirklich befriedigend. Das hier ist richtiger Genuss. Zumindest für mich und für eventuelle Karamellliebhaber. Ja, wenn ihr Karamell nicht mögt, dann werdet ihr hiermit auch nichts anfangen können, denn es schmeckt nach Karamell. Ja, dann werde ich mal das letzte Stück noch verspeisen. Mmh. Awesome. Ja, das ist richtig. Das ist richtig lecker. Das ist super lecker. Okay, es gibt 110%. Das würde ich definitiv nochmal kaufen. Ich werde auch mal die anderen Kosten wahrscheinlich, die Lidl und so, die günstigen, ob die auch so Hammer sind. Aber das hier ist genau mein Geschmack. Perfekt, ja, 110%. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.